Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs bei Eibenstock, hatten hier am Bahnhof geguckt, beziehungsweise an der Bushaltestelle. Da stehen ja die ganz vielen Leute, die irgendwo hin wollen, wo keiner weiß, wohin. Ja, wäre schön, wenn man wüsste es. Aber hier gibt es da ein Ausrufungszeichen. Also, das ist da, weil einige Passagierstation also überlastet ist. Genau, das ist schon schwierig, das wissen wir. Ja, müssen gucken, was mit den Personen ist. Hier steht natürlich jetzt wahrscheinlich keiner mehr, weil wir da die die Zuglinie gemacht haben, die uns da die Passagiere wegnimmt. Aber das müssen wir schauen, wie wir da weiterkommen. Ich würde sagen, guck das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann schauen wir mal. Also dieses ganze Werk ist erstmal gut, denke ich. Da kommt jetzt ein Zug rein, der müsste zwei Passagiere noch haben. Genau, hat er auch. Aber leider hat er niemanden zum Mitnehmen. Das fruchtet noch nicht so ganz, was hier Sache ist. Jetzt ist die Frage, wo wollen die hier an der Bushaltestelle hin und wer holt die hier ab? Habe ich da nicht letztes Mal noch zwei Busse eingestellt? Habe ich. Wo fahren die denn überall hin? Ah, da unten ist, glaube ich, einer jetzt gerade. Also die Linie ist so schlecht farbig, dass man das nicht sieht. So, er hat schon 26 Passagiere da drin. Okay. Und wo bringt er die hin? Lass mal schneller laufen. Okay, die hat er gekonnt ignoriert, die Bushaltestelle. So, steigen da welche aus? Ja, fünf Stück. Super. Und jetzt fährt er hier vorne hin oder wie? Oder fährt er da gar nicht hin? Doch, er fährt da hin. Da sind jetzt zig ausgestiegen und die gehen alle zum Hafen. Und er hat auch wieder 26 drinne. Also wir haben den Hafen definitiv noch nicht abgeschrieben, ne? Die fahren trotzdem da noch hin. Aber hier ist definitiv, stehen noch 25 Leute, da muss noch ein Bus kommen. Hier stehen jetzt die zwei, die mit dem Bus gekommen sind, und hier stehen sieben, die mit dem Zug fahren wollen, okay. Da hinten kommt der Zug. Der hat tatsächlich schon drei drin. Wird ja immer besser, oder? So, das heißt, gleich müssten hier rechts fünf sein, ne? Kann ich die auch rausstolpern sehen? Da läuft einer. Ist der eine dann hier? Wird noch nicht mal gezählt, wa? Da kommt noch einer. Standen nur zwei eben. Müssen ja jetzt fünf werden. Hat sich einer auf dem Bahnhof verlaufen wahrscheinlich. Oder ist erst noch auf Toilette gegangen. Kann auch sein. Vier. Und wo ist der fünfte? Ja, gute Frage, ne? Der wollte einfach nur zum Bahnhof. Vielleicht war das hier irgendwie einer, der da arbeitet. Gut, dahin haben wir noch einiges an Passagieren da. Okay, das funktioniert also erstmal noch. Jetzt ist die Frage, ja, wir müssten eigentlich wieder nach Fahrzeugen vielleicht mal gucken, ne? So altersbedingt, 40 ist schon alt, ne? Okay, das ist der zweite Zug, den wir da jetzt haben. Oder gut. Zustand ist noch gut. Warum sollten wir den dann tauschen? Macht natürlich hier nicht so gute Zahlen schlecht. Eigentlich müssen wir jetzt hier so mit sowas erstmal anfangen, ne? Sehr schlecht. Da ist auch nur einer drauf. Fahrzeug verwalten. Ein Plan-LKW. Was fährt er denn? Zahnräder. Fünfundzwanzig kann er. Ist das denn der Plan-LKW? 32. Der kann alle Güter. Machen wir das doch mal, oder? Jetzt hat er auch die 32 Zahnräder. Passt schon mal. Gut, dann haben wir den schon mal erneuert. Sehr schlecht, 37 Jahre. Fahrzeuge verwalten. Austauschen. Passagiere. 23, 17. Hier ist der mit 26, hat die meisten, ne? Und ersetzen. Dann können auch mehr mitfahren, macht glaube Sinn, wenn der schon voll war.
Schauen wir weiter. Diese gelbe Linie jetzt hier. 64. Linie verwalten. Ne, Fahrzeuge verwalten. Zack, die kommen auch alle neu. 4,6 Millionen, das Geld haben wir jetzt. Die Linien rentieren sich alle. Linie 9 ist auch schon durch. Linie 8 ist dann dran. Fahrzeuge verwalten. Alle austauschen mit dem. Nochmal 4 Millionen weg. So. Dann haben wir hier noch Linie 2. Ah, okay. Einer ist 37 Jahre alt und die anderen sind ein Jahr alt. Das ist ja krass, oder? Fahrzeug verwalten. Aber das ist. Sind das die gleichen Busse, oder? Komm. Der ist auch mit wahrscheinlich zu wenig Kapazität unterwegs, ne? Dann sind die auch getauscht. Ja, wir sind gerade bei den Straßenfahrzeugen dran, die auszutauschen, ne? Linie 30. Ne, das war falsch. Fahrzeuge verwalten. Passt. Nächsten. Oh, das sind schon neue und die sind schon sehr schlecht. Wie kann das denn sein? Die sind schon 35 Jahre alt. Irgendwas passt doch hier nicht, oder? Gibt es die schon seit 35 Jahren, diese Busse? Na dann. Ab 2,8. Wo sehe ich das Datum hier? Oh, wir sind schon mal 43, okay. Läuft. Wir steigen ein. Auf jeden Fall 26, passt schon mal. So. Hier haben wir noch weitere Züge, die auch alle schlecht sind, ne? Aber lass uns mal gerade erst die sehr schlechten alle machen. Gut. Mal hier noch zwei auf Linie 39. Weiter geht's mit sehr schlechten. Hier ist noch einer. Dann ist der auch neu. So, dann haben wir hier noch ein paar sehr schlechte auf Linie 14. Fahrzeuge verwalten, austauschen. Dann, wenn die sehr schlecht sind, ne, dann wollen auch gar nicht alle mitfahren, wenn da Löcher in den sitzen. Jetzt hätte ich auch keinen Bock, mich da reinzusetzen. Ne? Vielleicht kriegen wir es damit ein bisschen besser. So, und jetzt haben wir keine sehr schlechten mehr, sondern nur noch schlechte. Vielleicht lassen wir mal nicht so schnell laufen, sehe ich gerade. Aber der Zug ist gut, der Zustand ist 42 Jahre alt, weil er wahrscheinlich nie gefahren ist, oder was? Und was ist das jetzt für einer hier? 99. Ach shit, jetzt habe ich da hingeklickt und wollte den Zug doch gar nicht. Fahrzeug verwalten haben wir noch hier. Das sind auch... Voll sind die auch. 99 Passagiere, das ist schon mal was, ne? Gibt es denn da was, was elektrische Kombination, die was mehr Kapazität hat? Oh, hier 198. Wenn, dann würde ich sie beide austauschen, ne? Nochmal das Ganze hier. Austauschen, der. Ja, es gibt zwei zu ersetzende Fahrzeuge. Und hier steht 0. Warum macht er das aber nicht? Ah, jetzt macht das. Jetzt haben wir hier 74 stehen. Das erscheint mir nicht richtig.
Wieso steht denn hier? Ach so, im Jahr kostet das. Und das sind zwei Züge. Nein, dann passt das ja. So, jetzt haben wir da auch mehr Kapazität frei. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie viel der fahren, ne? Vielleicht soll man den mal gerade gucken. Wir können auch mal gerade hier in den Bahnhof reinschauen, ne? Aber da sind gar nicht so viele jetzt, okay. Aber hier sind ein paar mehr, okay, geht schon. So, was machen die alten Geschichten jetzt hier noch so? Also den würde ich jetzt nicht tauschen, weil der gut noch ist. Was mit dem? Fahrzeug, Schubschiff ist das. Sind auch Zweier drauf. Was gibt es denn dafür einen Ersatz für so Schubschiffe? Emissionen 79. Wie viel kann er denn tragen? Steht das da auch bei? Nicht so wirklich, ne? Da unten irgendwo bestimmt. Kapazität 300. Was transportiert der denn? Kann ich jetzt gar nicht sehen, oder was? Aber alle Güter würde so, das ist das gleiche wie das. Wenn ich das jetzt austausche, kostet mich das 5 Millionen. Hat er nicht gemacht? Doch, jetzt sind sie sehr gut. Okay, dann ist das auch erledigt. Nochmal reinschauen. Die Passagierschiffe sind auch schlecht. Lass uns mal die Fahrzeuge hier verwalten. Vielleicht gibt es da ja ein Schiff mit. Ja. 200 Cargo. Wie viele Knoten ist der denn unterwegs? Sieht man hier nicht, ne? Mit was können wir es denn austauschen? Nur mit dem auch. 70 Sachen. Und der 35. Ne, dann ist das schon richtig. Zustand ist aber schlecht. Wenn ich die austausche, kostet mich das das. So, sehr gut, passt. Ist restauriert worden oder was? Aber wir haben jetzt noch 42 Millionen, das ist schon mal was. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was wir als nächstes machen, ne? Hier gibt es ja ganz viele Sachen, die wir noch eigentlich machen könnten, ne? Fahren hier Busse in der Stadt? Ja. Hier ist Holz. Da hinten ist Brot. Hier fahren wir nach Bozen, fahren wir ja auch hin, ne? Oder? Ja. Da stehen auch ein paar Leute. Sind das denn schnelle Busse? Ja, sind es schon. Aber so schnell sind sie dann auch wieder nicht, ne? Ist hier eine Haltestelle? Ne, ne? Was fahren hier für Fahrzeuge lang? Ach so, Holz-LKWs oder sowas. Vielleicht sollten wir mal hier eine Strecke bauen. Sollten wir das tun, ist die Frage. Von Bozen nach dem Ort hier, ne? Dören. Und hier Cospeda, nach Dörren können wir dann auch direkt anschließen mit dem Schiff. Machen wir so. Das würde ich sagen, dann machen wir hier noch eine Bushaltestelle hin. Gebäude. Bushaltestelle. Ist das eine Bushaltestelle? Nein, ne? Entladestation. Ah, hier vorne ist sie. Noch alles weiß, ne? Wenn ich hier bin, ist auch noch alles weiß. Fast die Vermutung, dass es für überall reicht, oder? Dann machen wir den da hin. So, und dann, was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, Straßenfahrzeugdepot. Macht das Sinn, hier das hinzusetzen? Nicht so wirklich, dann würde ich es hier in Bozen hinsetzen.
Zack. Erledigt. Einkaufen. Fahrzeug kaufen. Diesen Bus kaufen. Neue Linie. Von da nach da. Jetzt fährt der dann schon mal, ne? Gut, okay. Erledigt. Ne, da hinten ist er. Okay, der fährt jetzt erst nach Bovzen und fährt dann hier runter. So, und dann werden wir hier unten noch gerade gucken, dass wir dieses Örtchen noch erschließen nach Dören hin. Das machen wir mit Schifffahrt. Werft, Güterhafen, Personenhafen. Ist das so gut? Ich denke ja, ne? Das ist alles rot. Zack, passt. So, und dann müssen wir aus der Werft noch ein Schiff holen. Also die Frage, wo die Werft ist. Ich dachte, die wäre hier gewesen, ist wohl nicht. Straßenfahrzeug. Straßenfahrzeug. Ah, das ist auch jetzt nicht ganz hinten. Wahrscheinlich, ne? Das sind Passagiere. Hä? Schiffswerft. Da ist er. Neues Fahrzeug kaufen. Dieses. Kaufen. Neue Linie. Und zwar gedrängte Züge. Gedrängezug. Okay. Von da nach da. Fertig. Schade, die Warnung da eben. Das wäre für mich jetzt interessanter gewesen, hier das Gedränge im Züge zu haben, ne? Okay, die beiden werden jetzt verbunden. Das ist schon mal etwas. Was wird hierdurch abgedeckt? Na, nicht ganz so viel. Das heißt, wir sollten da vielleicht noch schauen, dass wir da eine Bushaltestelle machen. Innerorts. Da noch eine. Ist der Ort damit abgedeckt? Ich glaube schon, ne, oder? Ne, hier fehlt noch eine. Gut. Das können wir mal gerade schließen. Straßenfahrzeuge. Wo können die herkommen? Hier nirgendwo wahrscheinlich, ne? Da die Straße ist zu Ende und die Straße ist auch zu Ende. Das heißt, die brauchen hier definitiv ein eigenes Straßenfahrzeugdepot. Ah, hier gibt es einen Weg lang, okay. Dadurch, dass die Brücke da ist, war jetzt auch nicht so schlau, das mit dem Schiff zu erledigen. Aber jetzt ist es so. So. Fahrzeug kaufen, diesen Bus. Kaufen wir. Kriegt eine neue Linie, die da lang fährt, da lang fährt, da lang fährt. Passt dann schon, oder? So, da kommt er schon raus, macht schon 10.000 Miese, wie das da aussieht. Kosboda. War Dören denn? Ja, in Dören gibt es eine Haltestelle, ne? Und die müssen wir dann noch aufweiten. Linie 44 muss noch eine Bushaltestelle dazu kriegen, die dann hier ist. Linie verwalten. Wo ist die Birkenstraße? Da oben. Sportplatz ist hier. Und dann fügen wir noch den hinzu. Und den auch hinzu. Und dann fährt er immer hin und her. So, wollen wir hoffen, dass das dann so klappt. Ist nur ein Fahrzeug drauf. Klonen wir den nochmal. Haben wir zwei da drauf. Ist vielleicht besser.
Gut, das heißt, hier können jetzt auch mehr fahren. Hier stehen ja schon 18, ne? Weiß jetzt nicht, war das Linie 44 hier? Ne, Linie 28 ist das. Naja, das war nicht Linie. Hier sind sie. Linie 9 ist das, okay. Und wir bestehen dafür Linie 9. 19, okay, dann war es auch vielleicht gar keine verkehrte Entscheidung, da zwei hinzumachen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die alle ankommen. Sind hier irgendwo das Schiff dabei, was da schon mal hinfahren soll? So wie es aussieht, noch nicht. Okay, das ist es wahrscheinlich, ne? Ja, Linie 45. Soll mal erst zum Dörenhafen fahren, das ist näher. Und hoffen, dass das alles so klappt. Gut, haben wir das erstmal. Hier wird Öl geholt, das passt. Ja, müssen wir gucken, welchen Rohstoff wir als nächstes hier nochmal erschließen. Oder was wir besser anbinden, ne? Mal schauen. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.